Meine ersten Auftritte in der elektronischen Musik in der Szene waren eher als VJ. Dann kam es irgendwann zur Frage, dass wenn es so etwas, was man so zeigen muss oder veröffentlichen. Und irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen im Ableton rumspielen. Noch Demo-Version. Gar nicht zum Speichern, weil das ging nur darum, eigentlich, dass mein Bild sich bewegt. Meine erste Ausbildung war Grafikdesign. Und ich versuche, glaube ich, das, was ich im Grafikdesign gelernt habe, in Musik übertragen, im Sinne von über Komposition nachdenken, über Platz von Sachen nachdenken, nicht nur, wo das kommt, in welche Sekunde, was nicht immer, das mache ich nicht einfach, aber eher so von, wie die Elemente zusammensprechen und kommen vor allem. Von Mathematik kommt ja so viele solche Theorien über Limiten oder über Fraktalen zum Beispiel. Das Große ist eigentlich das Gleiche wie der kleinste Element. Und wenn man kleine Elemente mit einer Logik zusammenlegt, kommt man zum gleichen Bild in das Große, was das Kleine ist. Und sowohl auch in Philosophie und Logik und auch in Gestalt nach einer Art und Weise. Und wie weit es geht sozusagen, das ist, glaube ich, die Musik auch. Wenn man ein Part geschafft hat an irgendwie so und dann diese Logik davon weiter aufbaut und kann daraus ein Stück verändert werden, weiß ich nicht. Gear benutzen oder Computer benutzen ist für mich egal, je nachdem, was ich habe in dem Moment, um mich auszudrücken. Das heißt, wenn ich unterwegs bin oder in der Uni über Architektur projektieren, manchmal möchte etwas von Form ausdrücken, kann das nicht und finde noch nicht passende Bilder, passende Wörter, dann kann ich das durch Musik manchmal ausdrücken, als eine Soundcollage zum Beispiel, dafür, was ich dann später präsentiere. Und manchmal fange ich meine Präsentation von Sound oder irgendwelche Aufnahmen von dem Bestand und was hört man da und was kann man daraus machen, wie kann man das verändern eigentlich. Und andersrum auch, dass manchmal, wenn ich Sound anfangen möchte, mich eher in der Richtung ausdrücken, dann irgendwie mit Kreativität so, ach, jetzt weiß ich nicht, wo fange ich an und so. Und dann eher irgendwelche Clips, Claps, Soundeffekte anlegen und Atmosphäre und erst später kommt Raster, dann Ordnung und so weiter, wenn es dann, wenn nicht, dann nicht. Und kann auch abstrakt bleiben und manchmal mache ich eben so irgendwie Skizze mehr wirklich, was ich so solche Linien, Elemente, da kommt ein bisschen Sternegefühl, da kommt dies und das dann versuche ich in Musik übertragen. Öffne ich Ableton, um mich ein bisschen zu entspannen, wenn ich so zu viel in Architektur bin oder Design und über etwas mich ärgere, dann kann ich einfach öffnen, ein bisschen Ruhe machen, was gucken, neue Plugins und was für Sound und Textur da rauskommt und dann schon denke, oh, das kann ich so und so schneiden. Also ich glaube, ich bin ein Typ, der viel schneidet. Aber wiederum, wenn ich Studio von mir habe, dann nehme ich gern einfach so auch Geräte, halt mal Scenes, mal Drums und dies und dann, ja, dann habe ich gesamte Pakete und kann gucken, wo was kommt und das zerschneiden und manchmal von anderen alten Projekten was recyceln. Würde man mir einfach nur Drum in der Hand geben mit Kopfhörer und ja, Strom anschließen, dann kann ich loslegen. Man kann ja zwar Sequenzen nicht speichern dann eben, aber man kann viel Spaß damit haben, auf jeden Fall eine Weile. Und Digiton ist ja so klein und kompakt, den nehme ich manchmal im Bett mit und kann rumspielen. Da kann man Sequenzen speichern, das ist dann eben super praktisch. Und mit Octatrack verbringe ich weniger Zeit. Also den Octatrack gehört meinem Partner und ich durfte das immer benutzen, das war toll und immer mitlernen. Modular ja auch, dann brauche ich gar nicht, sogar nur mit Modular loslegen. Also ich glaube, das ist bei mir
eher so, worauf man Bock hat gerade. Und vor allem auch zum Beispiel Digiton hat kleine Screen. In Modular haben wir gar keine Screens. Und wenn ich den ganzen Tag am Computer verbringe beim Graphic Design machen oder eben Architektur, dann habe ich eigentlich gar keinen Bock, irgendwelche Ziffern noch mehr im Screen anschauen und einfach Kopfhörer reinstecken, über Boxen anmachen und loslegen, den Sound spüren, das irgendwie loslassen, wie der deformiert wird, mal mit dem Effekt oder dem Filter und wie schön es ist, einfach ein bisschen Sound zu spüren, ohne irgendwie das auch abzuspeichern. Das ist ja auch voll magisch, dass der Patch dann nächsten Tag entpatcht und dann hast du das nicht mehr. Und das ist das Schöne, glaube ich. Ich würde sagen, meine drei Lieblingsmodule sind erstens auf jeden Fall Mysteron von Make Noise, weil das war der erste Geschenk von Johannes, meinem Partner. Und der Modul ist ja sehr magisch und mysteriös, wird auch leider nicht mehr hergestellt, vielleicht irgendwann, aber ja. Das ist also der Favorite für mich und für immer da sein muss. Und dann von so praktisch und schnell ein bisschen anfangen, um strukturieren und so, ist Morphogen auf jeden Fall cool von Make Noise, weil es hat eine Micro-SD-Karte und man kann egal was aufnehmen und im Computer schneiden und dann speichern und dann gucken einfach, was passiert, das Dehnen und so. Und der dritte wäre Data Bender. Und ich glaube, alle drei zusammen sind auch voll krass, dass man so ein, ich glaube, mit nur den drei natürlich dann, ja, Outputs und so weiter, kann man schon krasse Sachen schaffen. Als Message ist auch, glaube ich, wichtig, das zu sagen, dass es geht ja schneller, wenn man sich zusammenschließt. Nicht nur ja, was als Collaboration produzieren oder machen, erzeugen, sondern einfach diesen Austausch zwischen Geräten auch und so, dass man einander Geräten leihen kann, geben kann oder zeigen. Und das ist natürlich super toll, wenn man halt Freunde hat drumherum, um sich eine Art Community und Familie, also bei uns eben mit Spandau 20, wo wir versuchen, einander irgendwie auch die Geräte, also ausleihen oder zeigen und dass man so einen Austausch von Technik hat, dass man ein bisschen für sich selber den passenden Weg fühlen kann, was man finden kann, was man für sich eigentlich holen möchte. Nicht nur das, was jetzt Highlight alle darüber sprechen, sondern das, was dir wirklich passt.